Bigger, bigger. Folge 9. Das Empire. Hallo Mutti. Danke, dass du mich aus meinem Haus geschmissen hast. Danke, dass du mich auf dieses Abenteuer geschickt hast. Und danke, dass du mir keinen müden Bitter gelassen hast. Wegen dir bin ich nämlich in den falschen Zug gestiegen und stecke nun irgendwo im Crystal Empire. Eigentlich ist es ganz schön hier, aber naja, ich hoffe, du bist nun zufrieden, denn ich komme nie, 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 nie wieder zurück. Ich hoffe, du bist glücklich. Mit nicht ganz so freundlichen Grüßen, Danslight. PS, grüß Dad mal von mir. Hallo, Binary. Sicherlich wirst du schon bemerkt haben, dass ich nicht den Zug nach Ponyville erwischt habe. Nein, vielmehr habe ich den einen Zug zum Crystal Empire genommen, um da eine Weile Urlaub zu nehmen und um abzuschalten. Sicher verstehst du das. Ich hoffe, du vermisst mich nicht zu sehr, kleiner Cousin. Aber ich werde mich schnellstmöglich auf den Weg machen, um dich in deiner neuen Heimat mal aufzusuchen. Bis dennchen. Hab dich ganz doll lieb. Danslight. Wer ist? Sagt Flash, ich komm wieder. Ich glaube, Binary vermisst mich. Währenddessen bei Binary daheim. Wuhu! Boah, Binary, mach den Scheiß leiser. Wir wollen auch noch welche schlafen. Warum tust du dich jetzt in meine Erzählung einmischen? Na, ich finde, dass die anderen wissen sollten, was sich bei Binary abgespielt hat. Er hat sich also gefreut, dass ich nicht komme? Ja, so in etwa. Verräter. Nun, ich warf die beiden Briefe in den Briefkasten und hoffte, dass sie so schnell wie möglich ankamen. Und Cute Bar kam dann auf eine richtig gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee! Habe ich das nicht gerade gesagt? Was hast du gesagt? Na, dass du eine gute Idee hast. Du redest wie das Zeug. Wuff! Ja, das hast du gut drauf. Was soll das denn heißen? Gar nichts. Also was hast du vor, Cute Paw? Wir fahren ins Crystal Empire. Oh, genial. Aber wer zahlt die Fahrkarte? Ich, es ist alles schon bezahlt. Der Zug fährt in 20 Minuten. Nur noch eine Frage. Warum fahren wir ins Crystal Empire? Dödel, da ist doch heute Nacht das Crystal Feuerwerk. Hurra. Freu dich, Hündchen. Hurra. Ich hasse das. Wuff. Und so saßen wir in diesem Zug ins Empire. Eigentlich sollte ich mich freuen. Man kann dort einen richtig derben geilen Style für sein Fell holen. Aber nun ja, ich war an der Leine. Jetzt freu dich doch mal, Hündchen. Jedes Mal, wenn ich mit dir spazieren gehe, siehst du aus, als könntest du mich töten. Ding, ding, ding. 100 Punkte. Immerhin bin ich es, den du an der Leine führst. Wuff. Und ich bin es, der kein eigenständiges Leben hat. Wuff. Und ich bin es, der keine 2 Meter von dir wegkommt. Und ich bin es, der immer von der Lesbe ausgelacht wird. Zügel deine Worte, Freundchen. Ich bin nicht dein Freundchen, Kumpel. Seit wann ist sie denn dein Kumpel? Ich find das geil. Ist das dein Ernst? Stell dir doch mal vor, ich als Hengst. Wuff. Du wärst also lieber ein Hengst. Du willst doch nur was von meinen Hündchen. Wuff. Ja, klar. Ah, da war es. Das Crystal Empire. Mann, war das Schloss groß. Man konnte es schon gefühlte 19.657 Kilometer vorher sehen. Nächster Halt, Crystal Empire. Na, ah, das war wieder dieser Schaffner. Wenn er mich sieht, es bleibt nur eine Chance. Ich musste mich verstecken. Doch wo? Und das auch noch in einem Zug. Ab unter die Sitze. Dann kam der Schaffner auch noch durch den Wagen. Die Fahrkarten. Er kommt näher. Und auch ihre Fahrkarten. Ah, und nun stand er vor uns. Seh mich nicht. Nanu, das ist ja eine Fahrkarte zu viel. Die ist von meinem Hündchen. Ah. Der hat sich gerade unterm Sitz versteckt. Ja, ich seh's. Diese Scheißleine. Ja, er ist manchmal etwas schüchtern. Naja, nicht mein Problem. Er zog von dann. Celestia sei Dank. Hündchen, warum bist du nur so schüchtern? Wuff, wuff, wuff. Ich hätte ihr die Wahrheit sagen können. Oder eine gute Lüge. Ich habe ein Bit gefunden. Ich bin ein Idiot. Gut 10 Minuten später hielt der Zug dann endlich. Wir stiegen aus. Der Bahnhof war normal. Wie jeder andere Bahnhof.
Also nichts Tolles. Das Schloss und das Empire selbst war gut 1 Kilometer Hufmarsch vom Bahnhof weg. So ein Schwachsinn. Nun gut, Hündchen. Du darfst heute ohne Leine gehen. Aber wehe, du rennst weg. Ist das dein Ernst? Ruff! Ich musste natürlich Haltung bewahren. Oh, danke, 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 danke. Guck mal, das Hündchen ist unterwürfig. Vergessen wir mal das Thema. Ich war frei. Ich war im Crystal Empire und ich konnte mich bewegen. Naja, ich musste den Dreien versprechen, dass ich mich um Punkt 20 Uhr mit ihnen am Schlosseingang treffe. Und die Uhr war gerade erst mal 12. Also genug Zeit. Doch, was sollte ich tun? Ja, ich weiß. Eine gute Sache hatte es, bei Honey zu arbeiten. Ich hatte Geld. Und ich brauchte dringend mal was Ordentliches zu mampfen. So ging ich in das teuerste, feinste und edelste Restaurant, das ich fand. Tut mir leid, wir haben keinen Platz mehr frei. Aber, das kann doch nicht sein. Sie müssen doch wenigstens noch einen freien Platz haben. Nun ja, einen Platz könnte ich Ihnen noch anbieten. Naja, neben der... Wenigstens hatte er einen Platz.